Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Twice. Jetzt brauchen wir, damit wir die Prismarine-Shards herstellen können, brauchen wir den Alchemie-Katalyst. Wo ist der Block an sich? Dann brauche ich nicht immer da hinten so ewig rumklicken. Hier ist er. Okay, dann bauen wir als erstes mal den. Dazu brauchen wir eine Mana-Perle. Schauen wir mal kurz nochmal, was ich alles brauche. Ich habe es mir jetzt gerade nicht gemerkt gehabt. 4 Living Rock, 2 Gold, Mana Perle, Cobblestone und Blaze Sword. Okay, das sollten wir einigermaßen schnell hinkriegen. Bauen wir uns als erstes die hier. Das sollte ja kein Problem sein. Dann die 2 Gold. Einmal Enderperle für die Mana-Perle in die Mitte. Und die Living Rock müssten wir ja noch hier haben. Drei Stück, Mist. Acht. Okay, warten wir kurz, bis das fertig ist. Pickaxe habe ich noch hier. Den Rest können wir ja schon mal reinlegen, soweit. Die Mana-Perle droppe ich noch schnell hier rein. Also die Enderperle, damit die Mana-Perle draus wird. Und habe ich jetzt da reingedroppt. Dann müssen wir kurz hier warten. Schauen wir mal, wie viel hatten das jetzt schon durch. 63. Wenn ich mich verrechnet habe, 63 Lava wurden da schon durchgemacht. Also das geht einigermaßen schnell und vor allem, ich brauche nicht mehr schauen, weil 63, da hätte ich schon 6 Mal die ganzen Buckets neu auffüllen müssen. Und das ist ja richtig nervig. Und jetzt geht das komplett automatisch. Also es war echt eine gute Idee, dass ich das so abgegradet habe. Dann haben wir jetzt hier den Katalyst. Das ist bloß noch die Frage, wie der funktioniert. Den habe ich noch nie hergenommen. Schauen wir doch mal, was der hier schreibt. Okay, den muss ich unten drunter setzen, unter den Mana Pool. Probieren wir das doch mal. Dann hole ich mir schnell 7, wie heißt es, 7 Netherquarz. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und den könnt ihr auch mal kurz noch probieren. Wie heißt es? Wo haben wir es denn? Rottenflash. Dass ich da auch mal was probiere. Einfach bloß, ob es funktioniert jetzt hat. Weil daraus müsste man jetzt Leder herstellen können. Ja, es funktioniert. Und das auch. Juhu. Ist ja schon mal etwas. Dann haben wir das hier. Dann brauche ich eine das Wasserrune. Wo haben wir die Mana-Linsen? Und dann brauche ich, glaube ich, noch die normale Mana Lens. Da brauche ich Mana Steel 4. Und Glas einmal. 4 Stück. Das dahin. Wasser unten. Außenrum das. Und schon haben wir Mana Lens. Wait. Die bewirkt. Mit was können wir es testen? Mit Dirt probiere ich es jetzt einfach mal. Dass wenn wir, es braucht irgendwo einen hohen Punkt, ist eigentlich egal, der hier geht auch. Oder muss der an dem Mana-Spread da vorne dran, das kann auch sein. Weil so einen brauche ich dann auch noch. Jetzt hat, da kann man es dran platzieren. Okay, gut. Das war's aber dann erstmal wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.